Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute einen Roman mitgebracht, ein Debüt, das mich absolut aus den Socken gehauen hat. Und zwar Wie viel von diesen Hügeln ist Gold von Sipam Zhang. Er ist bei Fischer erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt von Eva Rigul. Es geht in diesem Buch um die Geschichte des Wilden Westens. Und zwar in einer Art und Weise, wie ich sie vorher noch nie erfahren habe. Und zwar begleiten wir in diesem Buch zwei Geschwister, Lucy und Sam. Lucy ist 12, Sam ist 11. Und zu Beginn dieser Geschichte stirbt der Vater der beiden. Und man muss dazu noch sagen, die beiden sind nicht in, also die sind in Amerika geboren, aber die Eltern der beiden kommen eigentlich ursprünglich aus China und wurden, wie sagt man, vom Ruf des Goldes, sage ich mal, in dieses Land gelockt mit Versprechungen, die sich dann letzten Endes nicht bewahrheitet haben. Also der Vater stirbt zu Beginn dieses Buches und die beiden bleiben allein zurück und sie machen sich auf den Weg, um diesen Vater zu begraben. Denn in dieser Kultur, aus der sie stammen, ist es wichtig, dass jemand dort begraben wird, wo er auch zu Hause ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo kann es in einem Land, aus dem sie eigentlich nicht stammen, denn überhaupt so eine Art Heimat geben? Und vor allen Dingen, wo kann es auch Heimat geben, wo ihnen eigentlich immer nur feindselig gegenübergetreten wird? Es ist ein Buch, was ich ganz schwer beschreiben kann, muss ich sagen. Es spielt nämlich auch auf mehreren Zeitebenen. Einmal begleiten wir Lucy und Sam auf dieser Suche. Dann erfahren wir aber auch mehr darüber, wie das Leben überhaupt als Familie zusammen vorher war, bevor die beiden Eltern gestorben sind. Wie sie Kinder waren von einem Vater, der stark alkoholabhängig und glücksspielsüchtig war und der Tag und Nacht in einer Kohlemine geschuftet hat, weil sich sein Traum vom Goldschürfen eben nicht bewahrheitet hat. Und wie auch die Menschen in diesem Dorf, in diesem ganz, ganz ärmlichen Dorf, in dem sie leben, um sie herum, ihnen immer nur mit Ablehnung gegenübertreten, immer mit rassistischen Vorurteilen und wie sie eigentlich sich nie irgendwo richtig zu Hause fühlen können. Die dritte Zeitebene, die dann noch aufgemacht wird, ist die der beiden Eltern. Wir erfahren nämlich auch, wie die Eltern überhaupt nach Amerika kamen, also was für Hoffnungen sie hatten, was für Träume und was ihnen widerfahren ist und wie sie letztendlich auf diesen Weg überhaupt gekommen sind. Es ist ein Buch, was mich mit seiner Sprache absolut umgehauen hat. Also es ist etwas ganz, ganz Eigenes. Es ist auf der einen Seite sehr rau, sehr dreckig. Also diese Welt, in der das spielt, also dieser Westen ist unheimlich, also man spürt den Staub förmlich auf der Zunge. Es ist alles voll mit Kohlestaub und Dreck und Blut und Gewalt. Und auf der anderen Seite hat das Buch aber auch eine sehr, sehr poetische Schönheit. Also wenn es zum Beispiel um Beschreibung der Natur geht. Und ich möchte euch dieses Buch auf jeden Fall ans Herz legen, weil es ein ganz, ganz großartiges Debüt ist, wie ich finde. Also absolut unglaublich, was diese Frau in ihrem ersten Roman direkt geschaffen hat. Es ist vor allen Dingen auch ein Buch über Herkunft und über Zugehörigkeit. Es geht auch um Themen wie Identität, also was macht mich überhaupt zu dem, wie ich bin? Ist das beeinflusst von anderen Leuten oder kommt es letztendlich auf mich selbst an oder auf meine Herkunft? Und es ist absolut emotional, es ist in Teilen auch witzig und ich habe dieses Buch wirklich verschlungen wie selten ein anderes. Es ist auch die, sage ich mal, Aufarbeitung von amerikanischer Geschichte, also dieser Traum, sage ich mal, des Wilden Westens und Goldrausches kennen wir ja alle wahrscheinlich irgendwie aus verschiedenen Medien, besonders aus Filmen. Und dieses Buch eröffnet halt eine ganz neue Perspektive und gibt gerade diesen Immigranten, also in diesem Fall den chinesischen Immigranten, ihre Stimme und ihre amerikanische Geschichte zurück. Und deshalb ist es eine absolute Leseempfehlung von mir. Es ist nichts für allzu zarte Gemüter, sage ich mal, aber auf jeden Fall lesenswert. Wie viel von diesen Hügeln ist Gold? Von Sipam Zhang.